Christus ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Heute gibt es ein Ostervideo und ganz nach einem Brauch, den es seit spätestens dem Spätmittelalter gibt, werden wir ein Osterlachen veranlassen. Und zwar gibt es einen Brauch, der sich inoffiziell etabliert hat in der Kirche. Und das ist so ein Brauch, bei dem der Priester während der Predigt am Ostern einen Witz oder eine lustige Geschichte erzählt, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Und dieses Osterlachen als fester Bestandteil der Liturgie soll die Osterfreude zum Ausdruck bringen. Die Freude darüber, dass Christus den Tod besiegt hat und wir dadurch auch für unser ganzes Leben diese unerschütterliche Hoffnung in uns tragen. Deshalb werden wir heute einige Witze erzählen. Wir warnen euch schon mal vor, wir können keine Witze erzählen. Aber vielleicht lacht ihr trotzdem. Und es geht los. Haltet euch fest an euren Stühlen und fallt nicht herunter. Der Messdiener haut aus Versehen eine Statue um in der Kirche. Und zwar ausgerechnet die Statue von Johannes dem Täufer. Und bei dieser Statue steht auch so ein kleines Schildchen immer unten angebracht, damit auch alle wissen, dass diese Statue Johannes den Täufer darstellt. Ja, hat keiner gesehen und er ist damit erstmal davongekommen. Am nächsten Tag kommt der Küster in die Kirche rein, der ja dafür zuständig ist, so für die ganze Kirche, und sieht, diese Statue liegt auf dem Boden und ist auch noch zerbrochen. Und zwar genau da so, dass der Kopf abgehackt ist. Und guckt er genauer hin, ist da so ein kleines Schild neben dem Schild, Johannes der Täufer, hat der Messdiener einfach mal hingeschrieben, nach seiner Enthauptung. Der Küster steht am frühen Sonntagmorgen in der Sakristei und wartet gespannt auf den Pfarrer, damit die heilige Messe endlich beginnen kann. Aber der taucht nicht auf. Deswegen entschließt sich der Küster dazu, zum Telefon zu greifen und den Pfarrer anzurufen. Als der Pfarrer abnimmt, sagt der Küster zu ihm, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Soll das Kind denn heißen? Fragt der Pfarrer bei der Taufe. Der Vater antwortet, Clara, Leonie, Chantal, Lisa, Marie. Daraufhin flüstert der Pfarrer dem Küster zu, wollen Sie bitte mehr Wasser? Der Küster findet in der Sakristei ein paar Schlittschuhe und fragt sich, woher diese denn kommen. Da sagt der Messdiener Paulchen, vielleicht gehören diese Schlittschuhe den Eisheiligen. Das Kloster wird umgebaut und die Oberin sagt dann zu der Küchenschwester, pack bitte ein bisschen Suppe ein für die Bauarbeiter und bring denen das in der Mittagspause. Gesagt, getan, Küchenschwester packt die Suppe ein und denkt bei sich so, zuerst möchte ich aber testen, ob die gläubig sind. Geht sie dann da so hin, sieht so den ersten Bauarbeiter, spricht ihn da so an und sagt, kennen Sie Pontius Pilatus? Er guckt sie nur an, dreht sich um, ruft zu den anderen Bauarbeitern, hey, ist Pontius Pilatus da? Seine Frau bringt ihm gerade das Mittagessen. Schwester Angelina tritt in ein Kloster ein, in dem man nur alle 5 Jahre 2 Wörter sagen darf. Ein Schweigekloster. Nach den ersten 5 Jahren geht sie zu der Oberin und sagt zu ihr, Bett hart. Daraufhin bekommt sie ein weicheres Bett und ist zufrieden. Nach weiteren 5 Jahren kommt sie zum zweiten Mal zur Oberin und entscheidet sich für die beiden Worte, Essen kalt. Daraufhin wird ihr wärmeres Essen serviert. Wiederum vergehen 5 Jahre und Schwester Angelina geht zur Oberin und sagt, ich gehe. Daraufhin sagt die Oberin zu ihr, Gott sei Dank, endlich sind wir dich los. Wir sind deine Zickerei satt. Herr Pfarrer, was soll ich denn bitte beichten? Was habe ich schon getan? Ich stehe jeden Morgen früh auf, gehe abends früh zu Bett, ich lese jeden Abend die Bibel, gehe immer pünktlich zur Arbeit, ich trinke nicht, ich mache keine Party. Also, was soll ich jetzt beichten?
Ja, mein Sohn, das stimmt vielleicht, aber das wird bestimmt nicht so bleiben, sobald du hier draußen bist, antwortet der Gefängnispfarrer. Der Pfarrer hat in seinem Pfarrersgarten einen schönen Kirschbaum stehen. Dort hat er ein Schild angebracht: Gott sieht alles. Das hat er nicht grundlos getan, denn er möchte, dass die Nachbarskinder nicht von dem Kirschbaum naschen. Das tun sie jedoch weiterhin und am nächsten Morgen geht der Pfarrer zum Kirschbaum und findet unter dem Schild Gott sieht alles eine Signatur von den Nachbarskindern, die da hingeschrieben haben: Gott sieht alles, aber er hält dicht. Das war unser kleines Osterlachen-Video. Und wir hoffen, ihr konntet wenigstens ein bisschen lachen, weil wir nicht so gut daran sind. Also trotzdem wünschen wir wünschen euch für die Osterzeit wirklich diese innere Freude, die nicht versiegt, auch wenn außen der Sturm wütet bis zum geht nicht mehr. Dass ihr wirklich immer die Hoffnung behaltet, egal was passiert. Weil Christus den Tod besiegt hat und wir deshalb auch unsere Tode, die wir in unserem Leben haben, auch besiegen können. Durch Christus. Und deshalb wünschen wir euch diese Osterfreude. Seid gesegnet, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und das letzte Wort habe ich. Nun sollt ihr alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Ich hatte den Text vergessen. Tschüss. Tschüss. Liebe Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ist euch was aufgefallen? Ich bin oft zum Urso geworden, aber wie oft? Habt ihr mitgezählt? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr richtig mitgezählt habt. Und wenn ja, dann erwartet euch vielleicht eine kleine Überraschung. Bis zum nächsten Mal.